Hallo zusammen, heute möchte ich euch die Funkzeitschaltuhr Premium aus dem Hause Schellenberg vorstellen. Diese nützliche Zeitschaltuhr kann bis zu 25 Funkrollladenmotoren ansteuern und ist obendrein Smart Home fähig. Passend zum letzte Woche vorgestellten Rollladenmotor möchte ich euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie ihr diesen steuern könnt, in dem Fall die Funkzeitschaltuhr Premium. Der große Vorteil bei dieser Zeitschaltuhr ist, ihr könnt bis zu 25 Geräte damit steuern und diese auch in Gruppen zusammenfassen. Schauen wir mal rein, was sich darin so befindet. Und da sehen wir auch schon direkt zwei Batterien. Denn diese Zeitschaltuhr wird ausschließlich über Batterien betrieben. Und das ist ein großer Vorteil, denn ihr müsst keine lästige Verkabelung vornehmen, beziehungsweise keine großartige Installation. Es sind zwei Dreifach-A-Batterien, die da eingelegt werden. Und dann haben wir hier auch schon die Zeitschaltuhr. Unten drunter befinden sich dann noch zwei Schrauben. Und dann auch üblicherweise eine Anleitung. Dann schauen wir uns das Gerät einmal näher an. Diese Zeitschaltuhr könnt ihr hier rausnehmen. Das finde ich schon mal extrem genial, denn ihr müsst keine lästige Verkabelung oder sowas machen. Ihr könnt es irgendwo anbringen und wenn es euch nach ein paar Jahren nicht mehr gefällt oder ein paar Tagen, könnt ihr es auch woanders installieren. Ganz praktisch finde ich hier, da hat auch einer mitgedacht, ihr könnt hier sagen, wie diese Kanäle benannt werden. Denn insgesamt gibt es 5 Kanäle, da könnt ihr die bis zu 25 Geräte zusammenfassen. Als Beispiel könnte ich hingehen und sagen, in Kanal 1 habe ich alle Rollläden vom Wohnzimmer. Dann könnte ich über diesen Kanal alle Rollläden gleichzeitig ansteuern. Das wird einfach mit zwei Schrauben befestigt und die werden ja auch mitgeliefert. Schauen wir uns mal direkt diesen Sender an. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Zuerst haben wir hier diese auffälligsten Knöpfe. Mithilfe dieser Knöpfe könnt ihr die Rollläden hoch und runter fahren. Und in der Mitte ist die Stoppfunktion. Und dann habe ich ja gesagt, ihr habt hier die 5 Kanäle. Diese Kanäle wechselt ihr hier unten mit diesem Knopf. Dann könnt ihr da drauf drücken und wechseln die Kanäle durch. Hier oben, diese 3 Tasten, sind die Menütasten, ausschließlich fürs Menü. Was kann dieser Sender noch? Dieser Sender kann auch kombiniert werden mit einem Smart Home System. Zum Beispiel mit dem Magenta System. Hersteller dürfte hier bekannt sein. Aber auch mit der Smart Friend Box. Und die zeige ich euch nächste Woche. Wichtig bei diesem Sender ist auch, er sollte maximal im Haus 20 Meter entfernt sein vom Rollladen. Sollte eigentlich bei den meisten Leuten passen. Auf freier Fläche können es über 100 Meter sein, aber ich sag mal so, 100 Meter freie Fläche brauche ich jetzt nicht diesen Taster. Des Weiteren kann er Sommer- und Winterzeit und hat auch die Möglichkeit, dass ihr Wochenprogramme und Tageprogramme da rein programmiert, als auch eine Astro-Funktion, beziehungsweise ihr seht jetzt hier auch den kleinen Koffer. Er kann auch so eine Art Urlaubsmodus simulieren. Bedeutet, es würden immer zu anderen Zeiten, also ihr habt fest eingestellte Uhrzeiten als Beispiel, wann die Rollläden runterfahren, dann würde er anhand des Urlaubs immer so simulieren, mal 10 Minuten früher, 10 Minuten später, dass es halt so den Anschein macht, dass ihr trotzdem zu Hause seid. Jetzt drehen wir die mal um, diesen Sender. Wir haben hier nämlich auch die Möglichkeit, dass wir hier die Beschriftung der Kanäle vornehmen. Finde ich ganz praktisch. Dann gucken wir mal, hier ist nämlich das Batteriefach. Das geht ein bisschen schwierig. So, jetzt ist es auch offen. Und dann haben wir hier auch einen kleinen Knopf. Mithilfe dieses Knopfes könnt ihr, so gesagt, die ganzen Sachen wieder zurücksetzen. Ich lege jetzt auch schon mal die Batterien ein, weil wir möchten das Ganze ja gleich konfigurieren. Dann mache ich die Klappe wieder zu. Dann nehmen wir hier noch die Schutzfolie ab. Und wir sehen hier im oberen Bereich schon Zahlen bzw. die Kanäle 1 bis 5. Jetzt steht hier auch noch eine 7. Die 7 ist in dem Fall dazu da, zeigt an, dass gerade der 7. Motor angesteuert wird. Jetzt drücke ich mal hier drauf. Dann kann man hier die Kanäle durchwechseln. Wird auch sehr schön an der LED angezeigt. Jetzt hätten wir alle gleichzeitig, auch nicht schlecht. Jetzt hätten wir eine Stoppfunktion ausgeführt und wir sehen, dass es gerade noch im manuellen Betrieb ist. Woran sehen wir das? Wir haben hier so einen kleinen Finger. Jetzt räume ich das Ganze mal beiseite und dann konfigurieren wir gemeinsam damit einen Rollladenmotor. Nachdem ich alles vorbereitet habe, können wir jetzt mit der Konfiguration beginnen. Dazu halte ich die Funkzeitschaltuhr etwas näher. Und jetzt beginnen wir zuerst mal mit der Uhrzeit. Hier seht ihr eine kleine Hand bzw. einen Finger. Der muss aktiviert sein, das heißt manueller Modus, damit wir die Zeit verstellen können. Dann drücken wir hier diese Taste in der Mitte 4 Sekunden lang und dann fängt auch schon die Uhrzeit an zu blinken. Da blinkt sie schon. Wir haben aktuell 18 Uhr bei mir. Das einfach mit den Pfeiltasten einstellen,
Mit der Mitte bestätigen und wir haben 18.05 Uhr. Dann wieder bestätigen und jetzt fragt er uns nach dem Tag. Wir haben aktuell den 4. und im Monat sind wir auch im 4. und im Jahr 2021. Für alle, die jetzt aufgepasst haben, denen fällt auf, hier steht weiterhin die 7. Die 7 bedeutet, dass wir den 7. Tag haben, den Sonntag in dem Fall. Und damit haben wir auch die Uhrzeit schon eingestellt. Als nächstes stellen wir ein Tagesprogramm ein. Dazu aktivieren wir einmal den zeitgesteuerten Modus, denn hier haben wir noch manuell. Dazu einmal kurz hier in die Mitte drücken, erscheint hier eine Uhr. Jetzt stellen wir zu dem Ganzen einmal die Zeiten ein. Dazu halten wir die mittlere Taste 6 Sekunden lang gedrückt und dann fängt auch schon das Menü an zu blinken. Da haben wir es schon. Jetzt sehen wir auf der linken Seite einen Pfeil. Das bedeutet, wir würden jetzt in dem Fall die Öffnungszeit einstellen. Im oberen Bereich sehen wir den Channel. Angenommen, ihr wollt das für Channel 2 machen, drückt ihr einfach hier unten die Channel-Taste und dann wechselt das durch. Könnt ihr natürlich durchwechseln oder halt für alle Channel machen. Ich mache es jetzt für Channel 1. 8 Uhr sage ich, ist okay. Mit der mittleren Taste bestätigen. Jetzt könnte ich die Minuten einstellen. Das gefällt mir auch. Und jetzt müsste ich die Schließzeit festlegen, denn der Pfeil zeigt nach unten, was Schließen bedeutet. Das sage ich, passt jetzt auch so. Und damit hätten wir ein Tagesprogramm für Channel 1 konfiguriert. Und für den einen oder anderen wird es aufgefallen sein, wenn die Uhr aktiv ist, erscheinen so Kreise um die Channels. Hier oben kann man die sehr gut sehen. Entsprechend wäre jetzt das Tagesprogramm aktiviert für Channel 1. Jetzt aktivieren wir aber mal bei dem Ganzen ein Wochenprogramm. Dazu die zwei Pfeiltasten hier drücken. Und dann erscheint über der Uhr eine 1, 2 Punkte und eine 7. Jetzt konfigurieren wir mal das Wochenprogramm. Dazu halten wir auch wieder die mittlere Taste gedrückt. Nicht irritieren lassen, dass der jetzt umspringt. Einfach weiter gedrückt halten. Und dann wechselt er auch hier schon wieder in diesen Modus. Woran erkennt ihr, dass ihr jetzt immer noch im Wochenprogramm seid? Die 1 und 7 stehen immer noch über der Uhr. Jetzt kann ich hier auch wieder die Channel durchwechseln und könnte hier die Öffnungs- und Schließzeiten definieren. Das sage ich, das passt jetzt so. Und wie ihr gesehen habt, ist es jetzt weitergesprungen. Hier vorne war eben eine 1, jetzt ist eine 2. Das bedeutet wiederum, ich konfiguriere mit der 2 gerade den Dienstag. Und so klickt ihr das alles einmal durch und stellt natürlich eure Zeiten ein, nicht so wie ich jetzt. Jetzt wäre ich hier beim Donnerstag, Freitag, Samstag und in dem Fall jetzt beim Sonntag. Entsprechend könnt ihr jeden Tag einzeln einstellen, so wie es euch am liebsten passt. Und jetzt hätten wir die Tages- und Wochenprogramme erstellt. Jetzt gibt es aber auch noch sowas wie eine Astro-Funktion. Davon bin ich immer so ein ganz spezieller Fan von. Dazu müssen wir zuerst in den manuellen Modus wechseln und dann die Pfeiltaste nach oben und die mittlere Taste gedrückt halten. Danach erscheint ein A im Display und oben blinkt die 4. Die 4 bedeutet in dem Fall jetzt euren Breitengrad. Im Anleitungsheft der Zeitschaltuhr könnt ihr hinten euer Land raussuchen, da steht dann auch, welcher Breitengrad ihr einstellen müsst. Das ist komplett für den europäischen Markt gemacht, entsprechend habt ihr halt nur Europa in dem Fall zur Auswahl. Warum der Breitengrad? Anhand des Breitengrades wird der Sonnenverlauf vorhergesagt. In dem Fall passt die 4 mit der mittleren Taste bestätigen und jetzt haben wir hier eine 0. Jetzt kann ich sagen, angenommen um 7 Uhr würde die Sonne aufgehen, würde um 7 Uhr hochfahren. Möchte ich nicht, ich möchte um 8, dann kann ich es um 1 Stunde verzögern. Wenn ich weiter drücke, steht hier minus 1, also könnte ich es um 6 Uhr machen, also eine Stunde vor der eigentlichen Astrozeit. Ich sage jetzt, ich möchte das bei einer Stunde lassen, könnte ich jetzt hier noch Minuten einstellen und dann wieder weiter und danach wechsle ich hier in den SU0. SU01 bedeutet in dem Fall Sommerzeit aktiv, beziehungsweise Sommer- und Winterzeitwechsel ist jetzt hier aktiv, kann ich ausschalten, dann wird er nicht automatisch wechseln. Ich würde es vergessen, deshalb lasse ich es eingeschaltet. Mit der nächsten Bestätigung sind wir damit auch schon fertig. Wichtig, diese Verzögerung von einer Stunde in dem Fall greift auch am Abend, also der Rollen will noch eine Stunde später runtergehen. Wie aktiviert ihr das Ganze? Denn die Astrozeit könnt ihr nur in Kombination benutzen. Dazu beispielsweise aktiviert ihr einmal das Tagesprogramm und dann hier neben die zwei Tasten und jetzt erscheint hier das A. Bedeutet, unsere eingestellte Tageszeit
würde in Kombination mit der Astrofunktion laufen. Also, ich weiß gerade gar nicht, was wir eingestellt hatten. Wäre meine Zeit vorher, würde er nach der Astrofunktion gehen. Wäre meine Zeit danach, würde er auch nach der Astrofunktion gehen. Und so würden eure Rollen gesteuert werden. Das ist jetzt mit dem Zeitprogramm die ganzen Einstellungen. Und jetzt schauen wir uns mal die Konfiguration des Motors an, wie ihr diesen anlernt. Zum Koppeln des Motors mit der Zeitschaltuhr müssen wir den einmal in den Anlernmodus bringen. Abhängig welchen Motor ihr verwendet, müsst ihr diesen 5 Sekunden ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten oder 4 Sekunden. Das mache ich jetzt einmal kurz und dann wird der Motor ein akustisches Signal von sich geben, als auch kurz ansteuern. Jetzt befindet sich der Motor im Anlernmodus und jetzt müssen wir uns einmal der Zeitschaltuhr widmen. Wenn wir die umdrehen, befindet sich auf der Rückseite dieser Knopf. Den drücken wir einmal und dann blinkt hier auch schon der Channel. Jetzt wählen wir einmal den Channel aus, welchen wir programmieren möchten. Ich sage jetzt, ich möchte den fünften haben. Und dann gehe ich hin mit der mittleren, mit der Stopptaste und suche den Motor. Denn der befindet sich jetzt auch auf einem Kanal. In dem Fall habe ich den Motor direkt erwischt. Wenn wir jetzt den Kanal wechseln wollen, drücken wir hier beim Motor auf diesen gelben Knopf. Dann gibt es auch wieder ein Signal. Und so wechselt ihr einfach die ganzen Kanäle durch. Jetzt suche ich den Motor nochmal. Jetzt seht ihr, da habe ich ihn nicht gefunden. Jetzt habe ich ihn gefunden. Jetzt wäre er hier zumindest schon mal verbunden. Als nächstes bestätigen wir das Ganze. Dafür drücken wir die Taste nach oben und nach unten gleichzeitig und direkt im Anschluss die mittlere Taste. Dann rollt der Motor wieder. Ab jetzt müssen wir gucken, ob die Drehrichtung des Motors stimmt. Also, wenn ich nach oben drücke, müsste er nach oben drehen. Das probieren wir jetzt mal. Nachdem der Motor ja richtig rum fährt, könnten wir das auch beispielsweise wechseln. Dazu drücken wir die obere und die untere Taste wieder gleichzeitig und direkt in die Mitte. Und wenn wir jetzt gucken und nach oben drücken, fährt er nach unten. Das möchte ich natürlich nicht. Jetzt wechsle ich wieder zurück. Beide Tasten drücken, Mitte und dann haben wir das auch schon. Jetzt müssen wir gucken, ob der Motor nach oben fährt, beziehungsweise wir müssen jetzt gucken, wie weit darf er nach oben fahren. Dafür einfach nach oben gedrückt halten. Und dann würde er jetzt fahren. Das macht ihr so lange, bis ihr bei 90% angekommen seid. Dann lasst ihr los und bei 90% tippt ihr noch einmal, zweimal hier oben drauf, dann fährt ihr die letzten 10%. Jetzt wird der Motor hochgefahren. Das Ganze müssen wir bestätigen, indem wir wieder die zwei Tasten oben und unten drücken, aber diesmal die obere Taste. Und jetzt hat er das Ganze bestätigt. Dasselbe müssen wir natürlich jetzt auch nach unten machen. Zahlen wir hier auch wieder bis 10% vor Schluss. Ich sage jetzt mal, das wäre soweit. Drücken noch einmal, also zweimal hier, dann wäre er ganz runtergefahren. Dasselbe bestätigen wir jetzt auch wieder mit den beiden Tasten und einmal nach unten. Und dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Damit haben wir die Höhen bzw. die maximale Anfahrthöhe oder Tiefe eingestellt. Dafür drehen wir jetzt das Ganze wieder um, drücken hier auf den Knopf und sind mit der Konfiguration fertig. Nachdem wir jetzt alles konfiguriert haben, werde ich das Ganze jetzt auch einmal testen und euch vorführen. Dazu einfach hier oben drücken. Jetzt fährt er nach oben, Mitte stoppen und er fährt nach unten und die Mitte wieder gestoppt. Wie ihr seht, es ist ein bisschen komplexer. Ich muss zugeben, ich habe auch so meine 2 Stunden gebraucht, bis ich das alles so richtig eingestellt hatte. Aber es funktioniert und wenn man einmal die Logik verstanden hat, ist es auch ganz einfach. Zum Abschluss noch einmal, wie setzt ihr das Ganze zurück? Einfach die 3 oberen Menütasten 10 Sekunden lang halten und dann setzt ihr diese Funkzeitschaltuhr einfach zurück. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da oder einen Daumen hoch und dann sehen wir uns nächste Woche bei der nächsten Konfiguration der Smart Friend Box.